Und unseren Elf hat wieder Blödsinn gebaut. Vielleicht ist er ja auch erkältet und hat die ganzen Taschentücher gebraucht. Was meint ihr? Hi ihr Lieben. Ja, wir haben heute den 5. Dezember. Und ich stehe hier schon wieder in meiner Küche, denn ich nehme euch auch wieder zum Backen mit. Ich mache Kokosmakronen. Und dafür brauchen wir 250 Gramm Kokosraspel. 180 bis 250 Gramm Zucker oder wer es lieber ketogen machen möchte, nimmt Zucker oder irgendeinen anderen Ersatz, rechnet sich das allerdings um, das ist ganz wichtig. Dann eine Prise Salz, damit das Eiweiß besser steif wird. Eine Prise Zimt für den Geschmack. Dann 4 habe ich jetzt hier. Ich muss noch ein 5. Ei holen. 5 Eiweiß. Und wer möchte, holt sich Backobladen. Je nachdem, die großen oder die kleinen, je nachdem, wie ihr sie machen möchtet. Ich nehme jetzt beide, denn das sind die Reste von den anderen 3 Makronen, die ich schon gemacht habe. Da werde ich euch demnächst das Video mit reinschneiden. Ja, dann fangen wir langsam an, aber zuerst habe ich noch eine Sache, die mir am Herzen liegt, denn mich hat ganz, ganz liebe Post aus Irland erreicht von der lieben Nadine. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du trotz deinem Umzug diese tolle Karte geschrieben hast. Auch ich bin sehr dankbar, dass wir uns über YouTube gefunden haben und da eine Freundschaft draus entstanden ist. Wir haben uns riesig über deine Karte gefreut. Ja, das musste ich einfach mal loswerden. Ja, ihr seht, ich bin immer noch geschminkt vom Lesen heute Morgen. So, und jetzt geht's an die Kokosmakronen. Ja, nicht wundern, wenn ihr im Hintergrund husten oder so hört. Junior ist zu Hause, der hat Fieber und ist gut erkältet. So. Eier trennen, ganz wichtig. Kein Eigelb ins Eiweiß, sonst wird das nichts. Ich mache das hier jetzt nicht professionell, aber es funktioniert und das ist wichtig. So. Was ich euch aber als kleinen Tipp von einem gelernten Bäcker und Konditor sagen kann, wenn du eine kleine Prise Salz ins Eiweiß machst, wird der Eischnee besser, also gelingsicherer sozusagen. So, ab jetzt gibt es den Schnelldurchlauf.
Dekret habe ich beide Sorten Obladen. Von den kleinen hatte ich nur noch die paar. Also nehmen wir dann die großen. Das ist aber nicht weiter dramatisch. So, ihr habt gesehen, den Zucker habe ich portionsweise rein. Ansonsten fällt mir nämlich der Eischnee zusammen. Dasselbe gilt für die Kokosflocken, die nur unterrühren. Sonst fällt euch der Eischnee zusammen und ja, ihr habt keinen Spaß an euren Makronen. So, ich tue das jetzt mit einem Teelöffel portionsweise auf die Obladen. Wer möchte, kann dann hinterher noch, wenn die fertig gebacken sind, einen Tropfen Schokolade drauf machen. Oder wenn er zum Beispiel Haselnussmakronen oder Mandel- oder Walnussmakronen macht, kann er noch eine Nuss oben drauf setzen oder macht ein kleines Löchelchen rein und lasst dann da die Schokolade mit reinlaufen. Der Verzierung sind da auch keine Grenzen gesetzt. Ja, ich werde euch im Anschluss, denke ich, noch die anderen das andere Video zeigen mit den anderen Makronen. Denn ich dachte mir, da das alles ein und dasselbe Rezept ist und ich einfach nur die Nüsse austausche, reicht es, wenn ich euch das einmal abfilme, das Rezept. Und ihr wollt es nicht jedes Mal sehen, deswegen hinten dran und dann passt das. Ich mache jetzt hier weiter und backe die dann und wenn sie fertig sind, zeige ich sie euch wieder. So, wie ihr sehen könnt, die ersten sind fertig und sie sind perfekt auch innen. So, hier haben wir Teig für Haselnussmakronen. Hier sind schon welche auf dem Blech. Hier sind gerade Walnussmakronen im Ofen. Hier ist die erste Portion Walnussmakronen fertig und hier haben wir schon Mandelmakronen fertig. Kokosmakronen kommen noch und ein, zwei andere Plätzchensorten noch.